Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Und es hat sich ein bisschen was getan, wie ihr schon sehen könnt. Das Bild von der Facecam ist jetzt komplett in Schwarz-Weiß. Ich dachte, passt besser vielleicht zum ganzen Spiel allgemein. War auch das, was mich immer so in der Nachbearbeitung am meisten gestört hat. Das Bild, das hat mir irgendwie alles nicht so gefallen. Also der Fritze im Bild sowieso nicht. Aber naja, das weiß ich nicht. Die ganze Facecam an sich, die wird auch wahrscheinlich beim nächsten Mal dann wieder rechts oben in der Ecke sein, weil es gefällt mir einfach besser. Ich finde links oben, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Naja, mal gucken. Aber jedenfalls jetzt erstmal in Schwarz-Weiß. Wie gesagt, habe ich mir auch nur abgeguckt bei jemandem. Und finde ich aber von der Idee her ganz gut. Ansonsten noch eine kleine Neuerung. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein bisschen quatsche, bevor es losgeht. Aber ich möchte natürlich auch alles sagen, was zu sagen ist. Es ist folgendermaßen. Eigentlich dürfte es nicht mehr ruckeln. Das Problem ist, sobald ich meinen Laptop am Fernseher anschließe, brechen die Frames ein. Habe ich vorhin zufällig einfach gemerkt, hatte so The Long Dark schon mal gestartet, hatte aber den Fernseher nicht an dabei, beziehungsweise auch nicht angeschlossen, den Laptop. Also den Laptop am Fernseher angeschlossen. Und dachte, hä, was ist denn mit den Frames los? Konstant hohe Frames und ich fasse, okay. Naja, dann Aufnahme auch mal gestartet. Okay, hä, was soll das? Und ja, Problem dabei ist, klar, ein kleiner Ruckler kann überall mal drin sein, aber es dürfte jetzt nicht mehr unter 30 fallen. Also das kann eigentlich nicht mehr passieren. Naja, aber wie dem auch sei, Entschuldigung, ich labere hier die ganze Zeit. Entschuldigung, 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 geht sofort los. Wir spielen sofort weiter, wir haben genug zu tun. Aber ich will nur kurz erklären. Problem jetzt dabei ist, mein Laptop erkennt natürlich meine Kopfhörer nicht. Da werde ich mich nachher mal mit Dell ins Benehmen setzen. Da ist der Kopfhörereingang. Keine Ahnung, woran es liegt. Kopfhörer funktionieren einwandfrei bei anderen PCs oder anderen Laptops. Keine Ahnung, woran es liegt. Wie gesagt, ich denke, es wird am Eingang liegen, am Kopfhörereingang. Da werde ich mich gleich mal mit Dell ins Benehmen setzen und dann mal gucken, was die sagen. Gut. Dadurch habe ich allerdings das Problem, dass ich über den Laptop jetzt den Sound wiedergeben muss. Habe den natürlich relativ leise, damit der nicht vom Mikro mit aufgenommen wird. Also es ist so, dass ich alles gut verstehe, aber kann sein, dass ich mal einen Wolf überhöre oder so, den man im Video später dann vielleicht natürlich hört, weil ich da ja wieder alles lauter mache. Ist auch egal. Müsste bei euch eigentlich nichts passieren. Jetzt kommt diese komische Musik. Normalerweise wäre die jetzt krass laut, jetzt ist sie ein bisschen leiser. Ich weiß gar nicht, was die Musik jetzt soll, aber verängstigt mich natürlich auch jetzt nicht mehr so sehr. Entschuldigung. Ist noch früh am Morgen. Und hat vielleicht auch den Vorteil, dass ich ein bisschen mutiger agiere, wenn man nicht so eingeschüchtert ist, obwohl eigentlich ist ja Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Naja, wie dem auch sei. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gelabert. Wir haben noch Fragezeichen, 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 Stunden Dunkelheit übrig. Muss ich ja auch mal dazu sagen, das finde ich auch so nervt. Die Facecam ist jetzt links oben und ich muss mal sagen, wie lange noch Dunkelheit ist. Normalerweise würde man es super sehen. So, jetzt Timer starten. Entschuldigung, 5 Minuten Bonusgelaber. Was eigentlich nur nervig ist. So, jetzt legen wir aber los, beziehungsweise jetzt legen wir uns hin und schlafen erstmal eine Runde. Ich weiß, wir haben. Kann ich die nicht so ausmachen? Löschen. Okay. Von der Musik lassen wir uns jetzt gar nicht beeindrucken. Bett. Genau. Und dann, pass auf. Ach so, waren wir jetzt überhaupt müde? Na, ja, ein bisschen geht noch. Pass auf, wir schlafen mal 5 Stunden. Wenn das geht. Ach ja. Nee, oh, Facecam oben in der Ecke links finde ich. Es ist immer noch dunkel, wir wissen nicht wie lange. Wir schlafen weiter. Nochmal 2 Stunden. Ach, wir können gar nicht. Doch, wir können. Eigenartig. Wir sind nicht müde. Dann warten wir. Unser Mund wird immer trockener. Gleich fängt es an mit Stauben. Nun, okay, wir wissen immer noch nicht, wie viel Stunden Dunkelheit übrig ist. Ich habe keine Ahnung. Pass auf, ich warte jetzt nochmal. Beginnt ja super. Erst labert er eine halbe Stunde und dann schläft er den ganzen Tag über. Es wird hell. Wir brechen mal ab. Es wird langsam hell. Und wie gesagt, ich weiß, wir haben eine Menge zu tun. Wir müssen uns mit dem pelzigen Viech da draußen anlegen. Blöde Bastard. So, Entschuldigung. Aber das machen wir natürlich, wenn das Wetter halbwegs stimmt. Ich weiß, wir haben die letzten paar Parts hier oben verbracht. Es war ein bisschen langweilig.
Also könnte ich mir vorstellen, dass für einige Leute gucken ja auch so viele, dass für einige Leute ein bisschen langweilig war, aber es wäre echt dumm gewesen, da einfach rauszurennen. Was haben wir denn noch an Fressalien bei uns? War nicht mehr so viel. Haben wir jetzt eigentlich einen Dosenöffner? Wir haben noch einen Dosenöffner, ne? Ich bin mir bei den ganzen Runden, die man manchmal so spielt, gar nicht sicher, wo hatte man jetzt nochmal einen Dosenöffner, wo hatte man keinen Dosenöffner, kann ich ja auch einfach hier schauen. Und siehe da, wir haben einen Dosenöffner. Gut. Sehr gut, ich bin so klug. KLUK. So, Moment. Feuer machen. Erstmal ein schönes Feuer machen. Erstmal Folgenbeginn, Feuer machen. Obwohl schlafen, denn Feuer machen. Folgenbeginn ist schon. Ja gut, Sophia ist noch nicht vorbei. Wie gesagt, das Gelaber zählt nicht, deshalb wird der Part auch ein bisschen länger. Ich weiß noch nicht, wie wir mit dem komischen Bastard da unten fertig werden sollen. Ich würde natürlich alles, was wir jetzt so an Sachen haben. Entschuldigung, juckt. Sollte vielleicht doch mal wieder Haare waschen. Nein, Quatsch. Habe ich gestern erst. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, verdammt. So, Feuer hat gut funktioniert. Feuer hat funktioniert, Alter. Genau, ich wollte was essen. So, Frischtomatensuppe. Yam, 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 yam. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau, ich wollte eigentlich ganz gerne unsere ganzen Sachen natürlich jetzt so. War da gerade was zu hören? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ist nicht optimal jetzt ohne Kopfhörer, aber wie gesagt, also wenn ich mich entscheiden muss, ob ich einen schlechteren Sound habe oder andere Leute ein besseres Bild, dann entscheide ich mich doch natürlich für das bessere Bild für andere. Ist ja ganz klar. Aber ich hoffe, ich werde keinen Wolf überhören. Also nicht zu sehr. Ich denke, wenn Bello Wuff macht, pass auf, ich mach mal kleinen Tuck lauter. So, ich hoffe, dass das Mikro das nicht zu sehr aufnimmt, aber. Also gerade beim Test natürlich werde ich jetzt angerufen. Ah, was ist denn los mit diesem Part? Entschuldigung. Beim Test war aber soweit alles gut. So. 13 Stunden Tageslicht übrig. Ey, sorry, aber das sieht nicht nach Tageslicht draußen aus. Es ist noch, naja gut, es ist vielleicht noch früh am Morgen. Wir können schon wieder ein bisschen schlafen. Wir schlafen ein bisschen. Und dann packen wir alles ein und dann ziehen wir in den Krieg. Ich weiß nicht, ob wir alles mitschleppen können. Ich glaube nicht wirklich dran. So, es schneit, na super. 12 Stunden Tageslicht übrig, wir sind aber ausgeruht, wir haben ein bisschen Hunger, wir haben schon wieder Hunger, wir haben noch gerade was gegessen. Okay, uns gehen. Boah, das ist zu laut, das kann ich nicht machen. So, uns gehen die Fressalien so langsam aus. Na super, jetzt knuspert er hier die Salzkrieger, also das ist mega laut gerade gewesen im Vergleich zum Rest. Ach, wir haben ja noch so eine Einmannpackung. Okay, pass auf, trinken. Und dann, wir werden niemals alles mitkriegen. Ich glaube einfach nicht dran. Sind wir eigentlich noch angezogen? Ja, sind wir. Sollten wir vielleicht auch nicht vernachlässigen, uns in den Räumen wieder mal auszukleiden, beziehungsweise zu entkleiden. Auszukleiden. Oh, ich kleide jetzt meinen Raum hier schön aus. Hier hänge ich noch eine Daunenjacke hin und da oben noch ein paar Socken. Oh ja, das würde schön aussehen. Vielleicht hier über die Tür noch ein Schal, den Raum schön ausgekleidet. Naja. Manchmal guckst du ja auch, also ich gucke mir im Nachhinein so an, was ich aufgenommen habe. Natürlich, wenn ich es bearbeiten muss und denke mir dann manchmal so, was ist los mit dir? Aber man erzählt manchmal so einen Bullshit und im Nachhinein denkt man so, hättest doch das erzählen können und das und das und das und ja, hätte ich. Hätte Fahrradkette, wir nehmen das auf alle Fälle mit, obwohl die Sachen teilweise nicht mehr so gut sind. 39%. Ja gut, aber mitnehmen können wir es erstmal. So, jetzt haben wir hier noch einen Haufen Scheiß. Wie viel können wir noch tragen? 6,5 Kilo. Pass auf, den Darm und so will ich auf alle Fälle mitnehmen. Wenn wir nachts einsam sind, kann uns der vielleicht gute Dienste leisten. Metallschrott brauchen wir auch unbedingt. Zeitung, Zeitung. Okay, wir können noch, wir können noch. Stoff, 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 Stoff. Wie viel Stoff wir haben. Boah, Alter, ich habe so viel Stoff. So, da war noch was anderes bei. Ich glaube, es war ein Bündel Zunder. Ein Bündel. Ja. Ein Haufen Holz.
Wir haben schon geguckt, ob wir irgendwas entsorgen können, ne? Negativ. Ich glaube, das Altholz war auch relativ schwer. Wir haben noch Luft. Wir haben noch ein Kilo Luft. Okay, jetzt sind wir gerade so voll. Ey, komm schon. Kann ich nicht irgendwas wegwerfen? Irgendwas Leichtes, was man nicht braucht. Pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben genug Schmerzmittel. Ich lasse das mal hier. Und jetzt sind wir tatsächlich nicht mehr überladen. Gerade so hier, guck mal. 29,99 Kilo. Haben wir denn jetzt alles? Haben wir keine Magnesiumfackeln mehr? Warum haben wir keine Magnesiumfackeln mehr? Wir haben noch drei normale Fackeln. Fackeln. So, Fackeln im Sturm. Das Wetter ist nicht optimal, aber solange es schneit und hell ist und kein Nebel ist, ist alles gut. Die Frames, es ist alles mega flüssig, es ist absolut stabil, es steht punktgenau bei 60 Frames, so wie es sein soll. Jetzt habe ich so langsam auch eine Idee, warum Doom nicht mehr funktioniert hat. Oh Gott. Ich hab's nur krachen gehört. Stimmt, wir hatten hier eine Falle hingestellt. Super. Und was liegt da? Eine Hagebutte, jetzt sind wir wieder überladen, ne? Pass auf, wenn ich jetzt rennen will. Okay, es geht. Ja, wir sind ein bisschen überladen, ist aber auch egal. Nachdem es gerade erstmal geknarzt hatte. Boah, war die Unterhose schon voll. Ich habe höllisch Schiss. Problem ist, wenn das Vieh hier irgendwo wartet, müssen wir ja an dem vorbei. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Können wir eigentlich auch hier runter? Ich geh hier einfach mal runter, ne? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Das ist jetzt prinzipiell nicht so schlecht, wenn wir natürlich diesen Weg, den wir eigentlich gehen sollten, so ein bisschen umgehen. Ich werde hier ganz langsam runtergehen. Das Wetter ist nicht das Beste. Wir hätten. Also hätte ich jetzt privat gespielt, ich wäre nicht rausgegangen. Aber natürlich möchte ich jetzt auch, dass wir hier ein bisschen mal wieder was sehen und machen. Können wir nicht die ganze Zeit oben in der Bude rumkacken? Ne, das ist Dreck auf meinem Monitor. Entschuldigung. Konnte jetzt natürlich niemand sonst sehen, aber nicht, dass sich jemand wundert. Was guckt der denn da? Was guckt der denn da? Ich muss meinen Bildschirm unbedingt sauber machen. Gefrorener Bach. Ach nee. Was du nicht sagst. Oh Gott, ich bin so angespannt. Meine Brille rutscht mir runter. Meine Haut so fettig ist. Ich abends Hunger habe und habe keine Butter mehr, dann nehme ich mir einfach so eine Toastscheibe und schmier mir die einmal quer übers Gesicht. Und dann noch ein bisschen Salz drüber und hast du Stulle mit Salz und Stulle mit Schmalz. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe so neulich von einigen Leuten bei The Long Dark gelesen. Ja, ne, ich überlebe immer so in der Regel, wenn ich mal spiele, so 40, 50 Tage. Ja, ich auch, 60. Ja, neulich habe ich sogar 70 geschafft. Wir sterben hier jedes Mal nach 6 Tagen. Ich muss sagen, ich habe ja zu The Long Dark. Zu The Long Dark ein paar Let's Plays gesehen. Ich weiß übrigens nicht, wo wir lang gehen. Ich laufe einfach mal jetzt ins Verderben. Hätte ich mal das nicht gesagt. Ich habe ja zu The Long Dark ein paar Let's Plays gesehen und die Leute haben nie großartig lange überlebt. Also klar, wenn du irgendwann Übung drin hast, aber dann musst du auch erstmal eine Weile spielen. Ach du Gott. Ist so kalt? Ach, tatsächlich, wir frieren. Wir frieren sogar richtig dolle. Ich dachte jetzt, wir haben jetzt unsere Imba-Klamotten an, wo uns eigentlich nichts mit passieren kann.
Oh fuck. Das ist natürlich nicht so geil. Ich nehme mal einen Stock mit. Wir haben ja noch nicht genug. Oh. Jetzt hat es kurz geruckelt, aber danach super stabil wieder. Super stabil. Und das Bild sieht auch viel, viel besser aus. Sorry, wenn ich da gerade so ein bisschen schwärme, aber... Das ist ein Hoppelhäschen, ne? Oder ein kleiner Wolf. Kann natürlich auch ein kleiner Wolf sein, der auf uns zugehoppelt kommt. So, ich nehme mal hier die Bartflechte mit. Oh, richtig gesagt. Ich wollte eigentlich wieder einen Joke machen. Ein Joke und wollte sagen Schuppenflechte, aber... It's so cold, it's so cold, man. Hä? Achso, Fackel anzünden. Nee, will ich doch gar nicht. Ich will die Bartflechte mitnehmen. So. Jammer nicht rum. Sei froh, dass kein Wolf in der Nähe ist. Komm, wir nehmen die... Huch! Der war ja schnell weg, der Hase. Wollt mir vielleicht einen echten Hasen zeigen? Okay, ich setze mich jetzt mal hier ein bisschen in Bewegung. Unsere Condition sinkt schon. Ich würde übrigens nicht meine Hand dafür uns vorlegen, dass wir jetzt nicht zufällig im Kreis gelaufen sind. Totes Holz. Ach du Scheiße. Gefällt mir alles von der Idee her so gar nicht. Obwohl so lange keine Wölfe unterwegs sind. Vielleicht sind die auch im Sturm nicht unterwegs. Das kann ja alles... Ja, pass auf, das Holz brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Hier ist es auf alle Fälle nicht ganz so windig. Aber bringt uns das eigentlich irgendwas? Ich glaube, uns wird nicht wärmer. Wir sind halt ein bisschen geschützt vom Wind. Wir können ein Feuer machen. Komm, wenn wir hier Holz rumzuliegen haben, dann machen wir ein kurzes Feuerchen. Ist ja nicht die Welt und wir verbraten auch das schwere Holz. Brandbeschleuniger. Nee, den heb ich auf. Für schlechte Zeiten und so. Ja, 95% unserer Condition sinkt. Come on, little fire. Come on. Please. Jetzt kommt der Wolf. Schnapp, tot. Okay, das sieht in Ordnung aus. Ich finde es nur ein bisschen doof, dass wir jetzt hier die ganze Zeit mit dem Rücken zum Wald sitzen. So. Und? Im Moment noch alles gut. Okay, gucken wir mal. Okay, wir wärmen uns auf alle Fälle wieder ein bisschen auf. Ja, 52 Minuten. Ich würde sagen, dann chillen wir hier ganz kurz. Ich gucke nur mal in dem verschneiten Wald. Tja. Problem ist, wir müssen uns natürlich jetzt... Ich setze mich mal mit dem Arsch direkt ans Feuer. Wie konnte ich denn crouchen? Ach so, genau. Wir sollten uns denn irgendwie mal einen Plan machen, wo wir als nächstes lang gehen. Also ich muss mir einen Plan machen. Rechts lang? Links lang. Ich glaube, rechts aus der Richtung sind wir jetzt ungefähr gekommen. Ich würde einfach mal für links tendieren. Unsere Fußstapfen hier. Im Zweifel, falls wir nicht wissen, wo wir lang sollen, sollten wir am besten zurückgehen. Einfach dem Fußspuren nach. Obwohl, wir sind ja im Berg so komisch runtergestapft. Das ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Ah, ich erzähle schon wieder Blödsinn. Entschuldigung. So, wie sieht's aus? Naja, junge Frau. 8 Stunden Tageslicht. Wir wissen, es wird frühzeitig dunkel. Es könnte aber auch ein... Also komm schon. Wir sitzen jetzt hier direkt vorm Ofen. Es kann doch nicht sein, dass... Ein bisschen Hunger haben wir auch. Habe ich irgendwas jetzt, was wir noch vielleicht... Essen können? Nee, nicht wirklich. Okay. Können theoretisch noch... Ich dachte gerade, da kam was. Können theoretisch noch irgendwas nachlegen. Der Sturm wird aber auch nicht weniger schlimm. Können theoretisch noch Feuerholz nachlegen, aber ich will natürlich jetzt auch nicht alles verbraten. Ja, pass auf, wir gehen weiter. Achtung, wir gehen weiter. Nee, okay, ich sehe schon Gespenster. Tatsächlich bin ich auch glücklich darüber, wenn es nur Gespenster sind. Oh wei. Wegen so viele... Okay, ruckel.
Aber alles wieder stabil. Super, super. Also darüber bin ich echt froh. Spürt ihre. Zu windig, um die Fackel anzuzünden. Das sagst du mir jetzt, Perle? Das sagst du mir jetzt? Was macht man da? Ich meine, das ist das Einzige zur Verteidigung, was wir so haben. Ja. Pass auf, ich versuche mal was. Fackel anzünden. Ich weiß, wir laufen jetzt hier mit einer Fackel rum, die wir eigentlich nicht bräuchten, aber es ist mir lieber, als wenn wir jetzt angegriffen werden und auf einmal tot sind. Sind wir auf alle Fälle, solange wir die Fackel haben, sind wir erstmal safe. Das ist ein schlechter Scherz. Ja, was soll ich sagen? Wenn wir angegriffen werden, sind wir auf alle Fälle tot. Ist doch kacke, so ein Arschlochspiel. Immer wenn du denkst, okay, jetzt hast du mal irgendwas gut gemacht. Wie eben dachte ich, okay, stellen wir uns einfach da ein bisschen in dem Windschatten. Ja, die Idee war prinzipiell gut, aber... ja klar, der Wind ist ja... Der Wind bläst sie ja auch aus, das sehe ich ja auch. Ja, bleib doch mal ruhig, alles gut noch. Da vorne sind Gleise, da gehen wir jetzt erstmal hin. Wie gesagt, ich kann mir jetzt schlimmere Sachen vorstellen, als hier im Schneesturm zu sein. Sagt sich natürlich so leicht, aber ist mir tatsächlich lieber als irgendwelche Wölfe. So, wo sind wir? Das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir... Wir sind aber jetzt hier nicht an unserer Base. Am Oval Office. Oder? Das wäre... Ich habe keine Ahnung, wo wir lang gelaufen sind. Wir sind da... Okay, jetzt müssen wir nur hoch. Um Gottes Willen, das wäre der Part's auch gleich vorbei. Beziehungsweise der Timer abgelaufen. Das wäre ja wohl der großartigste Part aller Zeiten. Entschuldigung, aber ich habe keine Ahnung, wo wir langgelaufen sind. Ich bin einfach nur irgendwo random jetzt durch die Wildnis und wir kommen genau dahin, wo wir hin wollten. Wie krass ist das denn? Ich gehe erstmal rein, bevor ich hier Freudentänzer aufführe. Oh, ist das cool. Das ist so. Erstmal reingehen. Wir sind drin. What? Wow, oh, was? Das ist cool. Ach, die komischen Stöcker. Ja. Wir haben es echt nach Hause geschafft. Das ist voll krass. Das hätte ich nie in 1000 Jahren hätte ich erwartet, dass wir hier hinfinden. Was ist denn... Oh Gott, ich muss mich erstmal beruhigen. Was ist das denn für ein krasser Zufall? Wir gehen irgendwo auf dieser riesigen Map lang und kommen genau dahin. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang gelaufen sind. Ich habe keine verdammte Ahnung. Boah, ist das... Entschuldigung, wenn ich da jetzt gerade so ein bisschen ausflippe. Ich hätte niemals gedacht, dass wir nach Hause finden. Niemals. In 1000 kalten Wintern nicht. So. Ach, so schön. Jetzt können wir hier alles ablegen. Mal gucken, wann uns das Spiel als nächstes einen Strich durch die Rechnung macht. Ach so, wir müssen ja den Darm wieder ausbreiten. Klingt irgendwie falsch. Egal. Wir müssen den Darm trotzdem ausbreiten. Damit er auch schön trocknen kann. Das klingt auch nicht besser, egal wie oft ich es sage. Okay, pass auf. Wir müssen hier hin, genau. So, ich weiß noch nicht, was wir mit der Bartflechte jetzt machen können. So, zack. Ja, alles übereinander gelegt. Ich denke mal, dann trocknet es anscheinend auch sehr gut. Was können wir denn eigentlich mit den Hagebuttis machen? Können wir die nicht essen? Die Frucht eines Waldrosenstrauchs. Ich habe keine Ahnung, ob man Hagebutten essen kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn ich eine Hagebutte gesehen habe, irgendwo mal in meinem Leben, dann habe ich sie genommen und nach irgendwen geworfen, also... Weiß ich nicht. Egal. Okay, anders. Part vorbei,
Wir sehen uns im nächsten Part und dann gehen wir Eisfischen, auf alle Fälle. Also, wenn die Wölfe uns lassen. Wo war der komische Wolf? Ich habe keine Ahnung. Oh gut, wir haben natürlich auch ein bisschen abgekürzt. Es ist so, so cool. Ich freue mich gerade so riesig. Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal bei The Long Dark. Tschö.